Hallo und sei ganz herzlich gegrüßt von deiner Nadelfee Jasmin. Ich möchte dir heute zeigen, wie man dieses hübsche Körbchen anfertigen kann. Es ist gehäkelt. Welches Garn man dazu nehmen kann, ist eigentlich dir überlassen. Ich habe hier ein Mischgarn benutzt, das aus Polyamid und Acryl besteht, habe es dann aber doppelfädig genommen. Ich habe es von Aceyans. Man sieht hier nochmal die Zusammensetzung, aber es hat auch nur eine Lauflänge von 85 Meter auf 50 Gramm. Arbeitet sich aber sehr gut, weil es auch sehr glatt ist und geschmeidig. Ich habe es doppelfädig benutzt, weil es doch nicht als Bändchengarn so breit ist oder so stark ist. Und ja, habe mich dann entschieden, es eben doppelfädig zu nehmen. Ich denke, das ist auch ein schönes plastisches Muster daraus entstanden, was sehr dekorativ ist. Natürlich brauchen wir eine Häkelnadel. Ich habe den Boden erst einmal angefangen mit einer Nadelstärke Nummer 5 und bin dann nachher beim Muster gewechselt auf die Nadelstärke Nummer 6. Ja, weiter benötigt man natürlich eine Schere und dann die Nadel, um die Fäden zu verstopfen. So, dann legen wir auch gleich los. Ich beginne für den Boden mit einem Fadenring. Dabei mache ich einen Luftmaschenring mit 4 Luftmaschen. Die erste Masche bitte ich doch dann sehr locker zu machen, weil wir ja in die erste Luftmasche wieder einstechen müssen, um den Fadenring zu schließen. So, 1, 2, 3, 4. Also in die erste zurück. Den Faden geholt und durch die Masche auf der Nadel. So, wie man also hier sehen kann, haben wir hier so einen kleinen Ring. Da versuchen wir auch ein bisschen mit dem Finger durchzukommen, um genug Halt zu haben und nehmen erstmal eine Luftmasche zur Steigerung und arbeiten dann lauter feste Maschen. Ich arbeite in diesen Fadenring 7 feste Maschen. Kann das auch noch mal zeigen. Bei dem Körbchen sieht man das dann ganz gut, wie sich dann der Boden nach und nach in einen Kreis verformt. Man sieht also hier dann jeweils 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 die Zunahmestellen. Also 2 haben wir schon. 3, 4, 5, 6 und 7. Ziehen das mit dem Anfangsfaden ein bisschen fest. Ein kleines Loch bleibt trotzdem. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Da fällt auch nachher nichts durch. So, dann gehen wir in die erste feste Masche rein und schließen die Runde wieder mit einer Kettenmasche. Dann wieder eine Luftmasche. Und da, wo wir eben noch reingestochen haben für die Kettmasche, stechen wir auch gleich wieder rein für die erste Luftmasche. Das ist unser Anfang. Und in die nächste verdoppeln wir jede feste Masche mit 2 Luftmaschen. Also in die nächste auch wieder eine feste Masche und noch eine. Ja, dann haben wir also hier schon 4 Luftmaschen. In die dritte.
genau das gleiche arbeiten. Und weiter so in die vierte, fünfte, sechste und siebte. Ich arbeite das jetzt mal alleine bis zum Schluss der Runde und wir sehen uns dann, wenn wir am Ende der Runde angelangt sind. So, ich habe jetzt die sechste Zunahme gearbeitet und die letzte mache ich mit euch wieder gemeinsam. Also nochmal eingestochen und zwei Luftmaschen hinein. Man kann also hier ganz gut sehen, da ist die erste Verdopplung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die siebte. Die anfangsfeste Masche nutzen wir wieder, um die Runde zu schließen. Wir schließen sie wieder mit einer Kettmasche und arbeiten gleich wieder eine Luftmasche zur Steigerung. Jetzt, um einen Kreis bilden zu können als Boden, verdoppeln wir nicht weiter in jede feste Masche, sondern in jede zweite. Wir arbeiten wieder erst einmal die anfangsfeste Masche, dann hier die erste. Und hier haben wir die erste Verdoppelung und da stechen wir wieder zweimal rein. Also arbeiten zweimal in die gleiche feste Masche, zwei feste Maschen. Haben also das erste Mal verdoppelt. Dann in die nächste wieder nur eine feste Masche und in die zweite feste Masche arbeiten wir wieder zwei feste Maschen hinein, also wieder verdoppelt. Und so geht es im Wechsel immer eine feste Masche. Und wie man hier auch sehen kann in der Verdopplung, das bildet sich hier so ein V, arbeiten wir wieder zwei feste Maschen. So, ne, hier sind die zwei Verdoppelungen. Dazwischen haben wir jetzt eine feste Masche und in die Verdopplung wieder zwei feste Maschen. So, einmal zeige ich es euch noch und dann arbeiten wir getrennt weiter. Also nochmal hier eine feste Masche. Und zur Verdopplung in die Vorrunde der Verdopplung auch zwei Luftmaschen. Und so geht es wieder weiter bis zum Rundenende, an dem wir uns dann wiedersehen. So, am Ende der Runde angelangt, arbeite ich mit euch gemeinsam die letzte Verdopplung. Also in die letzte feste Masche zweimal eine feste Masche häkeln und die Runde schließen, wie schon bekannt, mit einer Kettmasche. So, ich arbeite gleich mal noch die Steigeluftmasche und zeige euch hier den Kreis, wie er sich langsam bildet. Wir arbeiten jetzt weiter, indem wir nicht jede zweite Masche verdoppeln, sondern jede dritte. Dazu arbeiten wir erst einmal wieder unsere anfangsfeste Masche. Dann zwei feste Maschen, und hier in die erste Verdopplung verdoppeln wir wieder mit zwei feste Maschen. Das heißt also an der gleichen Stelle wie in der Vorrunde verdoppeln wir mit zwei festen Maschen. In die nächsten zwei Maschen wiederum auch nur eine feste Masche und in die Verdopplung der Vorrunde verdoppeln wir ebenfalls.
So, weiter, wieder zwei feste Maschen und zwei in die Verdopplung der Vorrunde. Und so geht es weiter im Wechsel, immer zwei feste Maschen und in die dritte Masche verdoppeln wir mit zwei festen Maschen. Wir arbeiten das wieder jeweils getrennt, du für dich und ich für mich, und sehen uns dann am Ende der Runde wieder. So, die letzte Masche arbeite ich wieder mit dir zusammen. Das heißt, noch einmal verdoppelt, zwei feste Maschen in die letzte Masche hinein und den Kreis mit der Kettmasche schließen. Wie ihr seht, geht das schon ein bisschen schwer, weil das Garn ja doch stabil ist, recht fest ist. Man kann auch nicht, wenn man sonst die Häkelnadel so hübsch wie einen Bleistift hält, arbeiten. Zumindest sagen wir mal so, finde ich, ist es dann recht schwer, in die jeweiligen Maschen einstechen zu können. Also halte ich sie doch, wie meine Mutti immer gesagt hat, wie ein Besenstiel. Aber man hat das dann doch alles ein bisschen besser im Griff. So, wir sind jetzt bei der vierten Runde und auch das kann man dann schon so ein bisschen als Eselsbrücke nehmen, dass man immer jede dritte in der dritten Runde zunimmt und also jetzt in der vierten Runde nehmen wir jede vierte Masche zu. Ich arbeite das mit euch nochmal an. Insgesamt zeige ich hier in oder an meinem Körbchen habe ich hier 10 Runden gemacht. Ich würde dieses Körbchen, was ich jetzt mit euch mache, ein bisschen kleiner machen, auch damit wir schneller vorankommen. Und ich würde sagen, wir machen hier maximal 7 Runden. Die vierte fange ich mit euch nochmal an. Das heißt also, ich arbeite immer erstmal diese eine feste Masche, mit der wir dann nachher den Kreis schließen können. Und wie hier in die erste, zweite, dritte und vierte verdoppeln wir. Also nochmal gemeinsam eine feste Masche, eine zweite feste Masche, eine dritte feste Masche. Und da wir in der vierten Runde sind, arbeiten wir die vierte Masche doppelt oder verdoppeln die vierte Masche. Das heißt, wir stechen in die vierte zweimal ein. Nochmal. Eins, zwei, drei feste Maschen und in die Verdopplung der Vorrunde zwei feste Maschen. Also in die vierte stechen wir zweimal ein. Gut, einmal machen wir das noch gemeinsam. Und dann arbeiten wir das jeder wieder für sich und treffen uns am Ende der Runde wieder. So, also die letzte Masche wieder mit dir gemeinsam. Noch einmal verdoppelt. Und die Runde geschlossen mit der Kettmasche. Ja, ich finde, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Wir schauen noch mal bei meinem Körbchen wegen der Größe, damit ihr ungefähr auch eine Vorstellung habt, wie groß mein Körbchen ist. Messe ich mit euch noch mal nach. Da ist der Boden also 17 cm. Und wenn wir jetzt das ein bisschen verkleinern mit nur 7 Runden, können wir also hier abzählen. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann sind wir also an der Stelle und kommen so ungefähr auf 12 cm Durchmesser. Ja, und das wird dann so ein kleines, hübsches Utensil. Ja, der Tipp, wie wir ihn ja vorhin schon hatten, in der vierten Runde jede vierte Masche verdoppelt und in der fünften jede fünfte. Arbeiten wir also die fünfte Runde so weiter. Mit
eine feste Masche in die erste, in die zweite und auch in die dritte. Vierte und in die fünfte wieder die Verdopplung. So, jetzt wisst ihr ja schon gut Bescheid, dass wir das im Wechsel so weiterarbeiten. Also eine feste Masche, die zweite feste Masche. Na, hier will nicht alles mit. Die dritte, vierte und in die fünfte die Verdopplung. So arbeiten wir jetzt weiter, bis wir unseren Boden fertig haben. Das heißt also, du arbeitest weiter auch die sechste und siebte Runde alleine mit der kleinen Eselsbrücke, dann in der sechsten Runde jede sechste verdoppelt und in der siebten jede siebte verdoppelt. Wir sehen uns dann am Ende der siebten Runde wieder und ich zeige dir dann, wie es weitergeht. So, am Ende der siebten Runde angelangt, wieder gemeinsam mit dir noch die letzte Verdoppelung, also in die letzte Luftmasche zwei feste Maschen und die Runde geschlossen mit der Kettenmasche. So, das ist also der Boden für unser Körbchen, Utensilo, wie auch immer du das nennen magst. Als kleiner Tipp vielleicht nochmal, wenn das jetzt bei dir vielleicht nicht ganz so rund aussehen sollte oder sich wölbt, einfach nochmal nachschauen, ob du nicht in irgendeiner Runde eine Masche vergessen hast zu verdoppeln. Ich empfehle dann lieber nochmal aufzutrennen und die Verdopplung nachzuholen. Gut, man könnte jetzt einfach noch eine Runde dran, dann wird es ein bisschen größer und mal sehen, ob man in der letzten Runde die Wölbung dann rausnehmen kann. Aber ein Tipp von mir, so leid, wie es einem dann tut, um die Arbeit und die Zeit, die man damit schon verbracht hat, es ist trotzdem besser, nochmal rückwärts zu häkeln, also aufzutrennen und da weiterzumachen, wo man den Fehler korrigieren kann. Weil wenn man jetzt unzufrieden ist, wird man es auch später sein und dann ist es erst recht schade um die Arbeit, die man sich dann weitergemacht hat. Ich gehe jetzt aber davon aus, ihr habt alles toll gemacht, super gemacht und es sieht bei euch genauso schick aus wie bei mir jetzt. Also ich bin zufrieden. Gehen wir also daran, die Höhe für unser Körbchen zu arbeiten. Dazu machen wir so einen kleinen Rand, der sich hier wölbt. Man sieht, es sieht fast aus, als hätte hier man eine kleine Kordel. Aber der Trick dabei ist, und ich gehe jetzt mal auch davon aus, ihr seid nicht ganz neu, also keine Anfänger, aber auch ein Anfänger wird das lernen. Wir erreichen diesen Absatz, indem wir nicht wie gewohnt hier von vorn in die Masche einstechen, sondern wir gehen von hinten rein. Das heißt also, wir stechen von hinten in die Masche, kommen mit der Nadel vorne durch und holen uns den Faden durch die beiden Löcher, ja, und arbeiten eine feste Masche. Das gleiche wieder nochmal, da wo wir vorhin auch rauskamen, stechen wir wieder ein, von vorne nach hinten durch den Faden geholt und die feste Masche gearbeitet. Und noch einmal gezeigt, von hinten nach vorne durch den Faden geholt und die feste Masche gemacht. Ja, man sieht es also hier schon, gibt so eine kleine Steigung oder Erhöhung. Also von vorn nach hinten durchziehen, feste Masche. Und nochmal.
von hinten nach vorn durch die nächste Luftmasche, durch die nächste feste Masche, den Faden geholt und die feste Masche gearbeitet. Noch einmal. Und nochmal gezeigt, also von hinten nach vorne und den Faden durch diese umhäkelte feste Masche, würde ich sie jetzt mal nennen, den Faden ziehen und die feste Masche arbeiten. So, jetzt sind wir hier bei der ersten Verdoppelung und da arbeiten wir jetzt nicht zwei Maschen rein, sondern bleiben bei einer. Dadurch erreichen wir, dass es sich hier erhöht und sozusagen, wie man dann hier sieht, bei meinem Körbchen in die Höhe geht. Also ab da keine Verdoppelung mehr, sondern einfach immer weiter die festen Maschen arbeiten, um dann die Höhe zu bekommen, also in die Höhe zu gehen. Nochmal von hinten nach vorne und dann wieder nach hinten den Faden geholt und die feste Masche gearbeitet. Noch einmal von hinten nach vorn den Faden durchgeholt und die feste Masche gearbeitet. Das geht jetzt die ganze Runde Stück für Stück so weiter. Und damit lasse ich dich jetzt erstmal alleine. Ich denke, das kriegst du gut hin. Und wir sehen uns dann am Ende der Runde wieder. So, am Rundenende angelangt, arbeiten wir noch mal gemeinsam die letzten zwei festen Maschen. Also noch mal von hinten nach vorne und zurück. Zwei feste Maschen und die Runde schließen hier bei der ersten festen Masche, den Faden holen und eine Kettenmasche machen. Dann eine feste Masche zur Steigerung. Die nächste Runde arbeiten wir weiter in festen Maschen, aber ich wechsle dazu in eine bisschen höhere, stärkere Nadel. Ich nehme in dem Fall hier die Nummer 6, damit das Gehäkelte dann ein bisschen lockerer wird oder auch es leichter wird zu arbeiten. Wir stechen hier jetzt in die nächste Masche ein und arbeiten eine feste Masche. Wie gesagt, möglichst locker und in die gleiche Masche noch einmal eine feste Masche. Dann lassen wir eine Masche frei, also diese feste Masche überspringen wir und gehen erst in die zweite und arbeiten auch da wieder zwei feste Maschen hinein. Und so im Wechsel, also eine Masche freilassen und in die zweite zwei feste Maschen arbeiten. So, wieder die nächste freilassen und erst in die übernächste zwei feste Maschen arbeiten. Ich empfehle wirklich hier bei dem Arbeiten der festen Maschen auch den Faden, besonders bei der zweiten festen Masche, hier locker zu halten, weil das werdet ihr in der zweiten Runde merken, wenn der Mustersatz dabei eigentlich erst entsteht, man diesen Faden auch braucht und es dann doch schwer wird, da hineinzukommen. Und deshalb, wie gesagt,
der Wechsel in die nächsthöhere Nadelstärke und auch wirklich locker arbeiten, damit man das nachher in den nächsten Runden nicht so schwer hat. Also auch hier wieder oder weiter gemacht mit der nächsten oder die nächste feste Masche wird übersprungen und dann geht es in die übernächste zweimal hinein, also zwei feste Maschen, aber locker gehäkelt. Ja, also ruhig so ein bisschen hochziehen. Zeige das nochmal. Die nächste überspringen und erst in die übernächste hinein. Und obwohl es feste Maschen sind, werden sie locker gehäkelt. Ich fasse hier sogar unten nochmal ein bisschen nach, ziehe die Schlaufe hoch, damit das wirklich locker ist. So, also noch einmal. Die nächste überspringen, in die zweite zwei feste Maschen. So geht die Runde weiter. Also immer im Wechsel. Eine freilassen, in die nächste zwei feste Maschen. Und das arbeiten wir wieder getrennt. Also hier noch einmal eine freilassen und in die übernächste zwei feste Maschen. So, am Rundenende sehen wir uns dann wieder und ich zeige dir, wie es weitergeht. Ich bin jetzt am Ende der Runde angelangt und arbeite wieder mit dir gemeinsam die letzten Maschen. Also hier noch einmal zwei feste Maschen, jeweils in die feste Masche. Hier sieht man jetzt immer oder sieht man den Übergang, die Kettmasche, mit der wir immer die Runde geschlossen haben. Die letzte feste Masche überspringen wir wieder und diese Kettmasche auch. Wir erhöhen oder kommen jetzt auf die Erhöhung in die zweite Runde des Körbchens hier und stechen da ein und holen aber nicht nur den Faden für die Kettmasche, sondern machen auch eine feste Masche, weil wir weiterarbeiten wollen in Spiralrunden. Wir stechen da auch gleich noch einmal rein, also wie vorher auch immer zwei feste Maschen in eine feste Masche. Und jetzt sind wir in der dritten Runde der Steigung oder der Erhöhung des Körbchens und kommen zum eigentlichen Muster. Hier und deshalb vorhin hatte ich gesagt, schön locker die feste Maschen machen, ziehen wir diesen Steg hoch und greifen da drunter und gehen dann in die feste Masche da rein oder in die Masche rein und holen den Faden hoch und arbeiten eine feste Masche. Das gleiche noch einmal da unter diese Schlaufe rein, den Faden geholt. Hier wie gesagt auch wieder schön hochziehen, locker arbeiten, weil das ja nachher auch wieder die Schlaufe wird, in die wir rein müssen. Also nochmal, es bleibt im Wechsel, dass wir immer zwei feste Maschen in eine machen. Also es gibt weder Luftmaschen noch andere feste Maschen dazwischen, sondern immer zwei feste Maschen in eine hinein. Nur mit dem Unterschied, dass wir vorher uns diesen Steg aus der festen Masche von vorher, da von unten sozusagen holen. Rein in die feste Masche, durchgezogen und die feste Masche gemacht. Nochmal in die gleiche Stelle, also unter den Steg, in diese Masche rein, Faden geholt, die Schlaufe schön hochgezogen, also auch hier wieder der Tipp, das locker zu lassen, eine lockere Schlaufe zu machen und in die nächste. Wir holen wieder uns den Steg ein bisschen vor
Und man sieht das eigentlich ganz gut, diese feste Masche oder dieser Übergang hier. Und stechen da ein, also unter die Masche. So, hochgeholt, die feste Masche gemacht und das gleiche nochmal wieder unter den Steg und hier in dieses Loch hinein. Faden hochgeholt, Schlaufe hochgeholt und die feste Masche. Ja. Man sieht schon hier, dass es jetzt ein bisschen fester wird, weil man ja auch nach unten einsticht, also fast eine tiefer gestochene, aber ein bisschen andere Variante. Also noch einmal unter den Steg hier in das Loch hinein die feste Masche gearbeitet. Schlaufe hochgezogen und locker eine feste Masche gehäkelt. Noch einmal in die oder unter die gleiche. Und in die gleiche feste Masche hinein. Wieder die Schlaufe hochgezogen. Wie gesagt, hier ein bisschen festgehalten, damit das wirklich locker ist. Und weiter so. Den Steg geholt. In dieses Loch hinein. Faden geholt. Und eine feste Masche gehäkelt. Ja. So nochmal unter den Steg in diese feste Masche hinein, Faden holen, locker halten und eine feste Masche machen. So sieht das dann aus. Und im Wechsel wieder den Steg geholt, dann in diese feste Masche eingestochen und den Faden hochgeholt, eine feste Masche gearbeitet. In die gleiche Stelle nochmal den Steg oder unter den Steg in die feste Masche Faden holen und eine feste Masche arbeiten. Also man kann auch hier schon ein bisschen nacharbeiten, das heißt also festhalten, hochziehen und das wirklich schön locker lassen. Immer wieder nachziehen, damit es locker bleibt. Es ist auch trotzdem noch eine recht schwere Arbeit, also kein leichtes Häkeln, weil wir ja auch ein festes Garn haben. Das macht die ganze Sache ein bisschen, ja, strapaziös. Also hier der Steg wieder, dann in diese feste Masche hinein. Faden geholt, ja, Schlaufe hochgezogen und die feste Masche gearbeitet. So, nun sieht man doch hier schon unser Muster, wie es wächst. Also einmal mache ich es jetzt noch mit euch zusammen und dann macht jeder die Runde für sich bis zum Ende durch. So. Feste Masche und die zweite feste Masche ganz genau wieder unter den Steg, dann in die feste Masche. Faden hochgeholt, ja, hier ein bisschen nachgezogen und locker eine feste Masche gearbeitet. Ja, also dann bis zum Rundenende und wir sehen uns danach, um zu schauen, ob unser Projekt auch so wird, wie es wir uns wünschen. Bis dann. So, das Rundenende arbeiten wir wieder gemeinsam. Also hier die festen Maschen jeweils unter diesen Steg in diese feste Masche gearbeitet. Und nochmal zur Erinnerung, immer schön locker. Unter den Steg in diese feste Masche
Faden holen, feste Masche arbeiten und das gleiche nochmal in die gleiche Stelle. So, das Rundenende ist erreicht. Jetzt deshalb diese Spiral- oder Innenspiralrunden weitergearbeitet, damit dann auch wirklich das Muster sich hier schön ergänzt bzw. ineinander übergeht. Wir haben also hier die zwei festen Maschen gearbeitet in diese eine hinein und nehmen uns dann wieder diesen Steg oder arbeiten unter diesen Steg und in diese feste Masche hinein. Machen da wieder unsere Luftmasche, unsere feste Masche und in die gleiche Stelle noch einmal. Also unter den Steg in die feste Masche hinein, Faden holen, schön hochziehen, locker arbeiten, die feste Masche. Und ich glaube, das kann man ja schon jetzt echt gut erkennen. Die zwei festen Maschen und den Steg dazu. Da unterarbeiten in diese feste Masche hinein, den Faden holen und die feste Masche arbeiten. Das gleiche noch einmal, also unter den gleichen Steg in die gleiche feste Masche, wieder eine feste Masche arbeiten. Ja, so haben wir also hier einen schönen Übergang. Man sieht dann nachher, wie der Steg hier sich nach oben dreht und bei der nächsten auch. So, einmal noch gemeinsam. Denn ihr wisst ja mittlerweile, wie es geht. Immer zwei feste Maschen in die gleiche, also unter den Steg in diese feste Masche hinein. Den Faden geholt und in der lockeren Schlaufe oder mit einer lockeren Schlaufe die feste Masche gearbeitet. So, ich denke, ihr wisst jetzt, wie es geht. So in den Runden weiterarbeiten. Also ohne einer Kettmasche beim Übergang, sondern den fließenden Übergang in diese Spiralrunden arbeiten. Und ich würde vorschlagen, ihr entscheidet selbst, wie hoch euer Körbchen werden soll, also wie viele Runden ihr da arbeitet. Hier bei meinem habe ich, könnt ihr noch nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Runden mit diesem Muster gearbeitet. Ich denke, man kann mit der gleichen Höhe arbeiten, also auch da 9 Runden arbeiten und dann diesen Kordel oder hier zeige ich nochmal diesen Kordelrand am Ende arbeiten und das zeige ich euch dann, wie das geht. Also bis dahin, nach 9 Runden sehen wir uns dann wieder. So, ich bin jetzt am Ende der 9. Runde angelangt und arbeite mit dir gemeinsam noch einmal die letzte feste Masche. Ich habe hier mir mal so einen Rundenzähler angehangen, dass ich sehe, wann die 9. Runde zu Ende ist. Dadurch, dass wir ja in Spiralrunden gearbeitet haben, ist das der Übergang nicht zu sehen. Aber wir müssen ja doch wissen, wann ist die Runde zu Ende. So, die letzte Masche, die wir hier machen, also wieder unter den Steg in die feste Masche hinein. Wie gehabt, durchziehen, eine feste Masche und das gleiche noch einmal. So, das ist also das letzte. Jetzt würden wir theoretisch ja hier weitermachen, unter den Steg arbeiten, in die feste Masche. Wir gehen aber gleich in die nächste, hier, nachdem wir diese zwei festen Maschen hier gearbeitet haben, in die nächste und arbeiten da hinein eine Kettmasche. Damit schließen wir jetzt erstmal die Runde ab und ich wechsle jetzt wiederum die Nadel. Nehme wieder die Nadel mit der Stärke 5, damit der Rand auch schön fest werden kann, wenn wir müssen darauf achten,
dass wirklich hier diese Kordel dann fest ist und einen festen Abschluss gibt für das Körbchen. So, jetzt zeige ich euch, wie man diesen Kordelrand arbeitet. Dazu machen wir nochmal eine Luftmasche und gehen in die vorletzte Masche zurück. Also wir häkeln jetzt rückwärts in die feste Masche hinein, also die, die wir hier gearbeitet haben, rein, holen den Faden hier durch und haben jetzt zwei Schlaufen auf der Nadel, wie bei einer festen Masche. Und genauso arbeiten wir die auch, nämlich also einmal durchziehen. Und jetzt zurück, wir gucken mal, dass wir das alles dann ein bisschen festziehen. Die Schlaufe allerdings, damit wir Platz haben, ein bisschen Freiheit haben, ein bisschen höher halten. Und wieder zurück in die letzte. Ich zeige es nochmal ohne meine Schlaufe auf der Nadel. Also in diese Masche hinein arbeiten wir jetzt wieder eine feste Masche. Also hinein, Faden holen und wir haben jetzt hier zwei Maschen auf der Schlaufe und arbeiten sie wie eine feste Masche. So. Und so arbeiten wir rückwärts die ganze Runde. Also noch einmal hier in diese feste Masche, also vorletzte, wieder hinein. Rückwärts gehäkelt, zwei Maschen auf der Schlaufe und also wie bei einer festen Masche und den Faden durchziehen. So, dann wieder in die Masche zurück, zwei auf der Nadel und durch beide. Man sieht also jetzt hier schon, wie sich so ein Kordel bildet. Ja, so geht es also weiter, rückwärts gehäkelt, die ganze Runde. Ich lasse dir das auch wieder alleine machen. Ich denke, du weißt jetzt, wie das geht. Achte bitte darauf, dass das immer schön fest ist, damit auch der Rand hier nachher sich so schön fest um die Maschen dreht und nicht zu locker wird. Solltest du feststellen, dass du nicht ganz zufrieden bist, vielleicht also doch zu locker gearbeitet hast, dann, wie gesagt, scheue dich nicht davor, noch einmal aufzutrennen und nochmal vielleicht sogar die ganze Runde neu zu beginnen. Da ja jeder so seine Art hat, die Maschen zu häkeln, fest, locker oder den Faden auf der Nadel zu halten, kann es auch vielleicht notwendig sein, dass du noch eine Nadelstärke kleiner wählst bei diesem Rückrand. Entweder ausprobieren oder wenn du das schon weißt, dass du vielleicht zu locker oder locker häkelst, dann gleich noch eine Nadelstärke geringer wählen. Also noch einmal gemeinsam mit mir zusammen Faden holen und die feste Masche machen und zurück. So geht es also weiter bis zum runden Ende. Ja, und dann, wenn wir da angelangt sind, treffen wir uns nochmal. Nun am Ende der Runde angelangt, arbeite ich mit dir noch einmal die letzte Masche, so wie du das ja schon kennst. Und wie wir sehen, haben wir hier jetzt den Anfang. Da arbeiten wir nicht nochmal hinein, sondern versuchen hier den Übergang so nahtlos wie möglich zu bekommen. Deshalb mache ich hier in die Schlaufen hier oben, also steche dort nochmal ein. Vielleicht zeige ich es nochmal ein bisschen genauer, auch hier wieder. Also hier hinein, nicht hier unten, wie wir den Anfang hatten, sondern hier oben hinein und arbeiten dort noch einmal eine feste Masche. Schließen mit einer Luftmasche ab,
können auch dann den Faden abschneiden, was ich natürlich tue, wenn ich meine Schere finde. Und wenn wir das straff ziehen und nach hinten drehen, sieht man, dass man hier, oder dass wir hier einen, finde ich, nahtlosen Übergang gefunden haben oder gemacht haben, was doch ganz gut aussieht. Ja, insgesamt würde ich einfach mal auch feststellen, ist uns das Muster sehr gut gelungen und das Körbchen. Wie ihr das jetzt abschließt, zeige ich euch noch mal ganz kurz, was ihr an Möglichkeiten habt. Das mit dem Faden verstopfen zeige ich euch jetzt nicht, weil ich denke, das könnt ihr alleine ganz gut. Zur Dekoration, also ich stelle das mal so hin, da könnt ihr das fertige Objekt sehen. Und ich habe festgestellt, es passt sogar in mein großes Körbchen sehr gut hinein. Man könnte jetzt vielleicht noch ein ganz kleineres daraus machen. Ja, zum Schmücken oder Verzieren bleibt natürlich eurer Fantasie keine Grenze gesetzt. Ich habe hier mal noch eine andere Variante mit einer kleinen Blume oder sogar mit diesem kleinen Kleeblatt, was man auch machen kann. Die Anleitung dazu werde ich in einem der nächsten Videos euch zeigen, wie ihr also dieses Kleeblatt oder wie in meinem fertigen Körbchen diese Blüte gehäkelt werden kann. Also, wenn euch mein Video gefallen hat und meine Erklärung, um euch dieses Utensilo selbst herstellen zu können, dann bitte ich euch vielleicht um einen Daumen hoch, würde mich darüber sehr freuen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht oder wie die weiteren Videos aussehen, könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Und ich freue mich dann, euch da so bald wie möglich wiederzusehen. Bis dahin, alles Gute, eure Nadelfee Jasmin.